Hohe Synode, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Synodenpräsidentin, sehr geehrter Landesbischof. Mach was draus. Mit dieser Ansage sind wir bei der Frühjahrssynode angetreten. Die Regel lautete so: Wer teilnimmt, bekommt 10 Euro und die Aufgabe, diese Summe nicht etwa durch geschickte Geldanlagen, sondern durch eigenes Handeln zu vermehren. Und das Ganze zugunsten der Arbeit von Mission Eine Welt. So ein wenig Provokation steckte ja schon in dieser Aufforderung. Provokation natürlich für alle Angesprochenen, aber um ehrlich zu sein, auch ein bisschen Provokation für uns selbst. Folgerichtig hatten wir zum Start der Talenteaktion im Rahmen des 10-jährigen Bestehens von Mission Eine Welt die leicht bange Frage im Hintergrund: Identifizieren sich denn wirklich so viele Menschen mit der Arbeit von Mission Eine Welt, dass sie ihre Talente und Ideen für uns in die Waagschale werfen? Auch auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht dann dastehen mit ihrem Talent und dass nichts draus wird mit der Vermehrung des Startkapitals? Rückblickend muss ich sagen, mich hat es geradezu umgehauen. Ich war platt, und zwar platt vor Bewunderung. Bewunderung für Sie, ihr lieben Synodalen, dafür, dass Sie sich ja mit Ihren Ideen, mit Ihren Aktionen sofort und ohne viel Federlesens das sofort zu eigen gemacht haben. Genau, wer sich erinnert, an einem Abend der letzten Synode entstand hier ein ganz spontanes Standkonzert. Aber du, Anne-Kathrin, du hast dich ja auch als Schirmherrin sofort bereit erklärt. Und ich würde sagen, damit besonders auch zu diesem Erfolg der Kampagne, dieser Aktion beigetragen. Nicht nur durch die leckeren Chutneys, sondern einfach dadurch, dass du gesagt hast: Ja, du warst eine der Ersten, die hier Ideen mit eingebracht hat. Es reagiert ein bisschen langsam, ne? Nee, jetzt, Entschuldigung, müssen wir einmal wieder zurück. Ganz besonders hat uns beeindruckt, dass so viele Menschen daran teilgenommen haben. Und wir müssen eins betonen: Es waren viele Menschen natürlich innerhalb der Kirche, aber es war auch außerhalb der Kirche. Und was uns vor allem beeindruckt hat, war, wie viel Begeisterungsfähigkeit in unserer Kirche steckt. Und da müssen wir sagen, das ist etwas, was uns sehr hoffnungsfroh auf die Zukunft der Kirche blicken lässt. Ich möchte Ihnen ein paar Zahlen nennen. Es haben insgesamt mehr als 438 einzelne Personen daran teilgenommen. Insgesamt in 70 Projekten. Und das erst seit der Frühjahrssynode bis hierher. Insgesamt sind 1.800 Euro Startkapital zu mehr als 14.000 Euro vermehrt worden. Dieses Geld fließt nun den verschiedenen Projekten der in unseren Partnerkirchen zu. Was ist gemacht worden? Es ist gebacken worden natürlich, gekocht worden. Es ist aber auch gebastelt worden, verkauft worden, gesungen worden, theatrisch gespielt worden und es wurden Konzerte gegeben. Es gibt noch vieles mehr, das man hier aufzählen könnte, aber dafür reicht unsere Zeit heute nicht. Wir haben eine Website erstellt. Und auf dieser Projektseite haben wir all das gesammelt, was an Ideen in die Tat umgesetzt worden ist. Und das kann dort nachgeguckt werden. Alle, die also mitgemacht haben, mussten ein bisschen kreativ sein. Das war das eine. Sie mussten aber auch ein bisschen mutig sein. Denn manch einen hat die Umsetzung dieser Projektideen vielleicht sogar Überwindung gekostet. Wer aber daran teilgenommen hat, der hat vielleicht auch etwas Neues über sich und seine Talente erfahren,
Selbstvertrauen gewonnen und die Zuversicht, auch mal was Nicht-Alltägliches auf die Beine stellen zu können. Wir jedenfalls freuen uns sehr, dass sich bisher so viele mit ihren Talenten und Fähigkeiten eingebracht haben. Für uns bei Mission Eine Welt bedeutet das aber noch mehr als die reine Quantität. Der Erfolg von Mach was draus ist eine Bestätigung unserer Partnerschafts- und Entwicklungsarbeit. Wie schon eingangs gesagt, jeder, der da mitgemacht hat, hat sich eben auch als Botschafter für die Arbeit von Mission Eine Welt und als Botschafter für die Entwicklungs- und Partnerschaftsarbeit unserer Kirche eingesetzt. Dafür muss der Grad an Identifikation mit unseren praktischen und politischen Zielen sehr hoch sein. Und dass das bei so vielen Menschen so ist, das ist für uns eine wunderbare Bestätigung, dass wir zum einen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass unsere Kirche ganz, ganz viele Unterstützer und Zukunft hat. Gleichzeitig ist es für uns bei Mission Eine Welt natürlich auch ein Ansporn und die Verpflichtung, die Arbeit immer wieder zu verbessern und genau hinzuschauen und immer wieder auch zu erweitern. Zu guter Letzt, als vielleicht aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Ihnen sicher aufgefallen, dass ich so manches Mal auch nur bis jetzt gesagt habe und bisher. Das hat damit zu tun, dass es immer noch weiter viele Ideen bei uns hereinkommen. Und wir haben beschlossen, die Anmeldefrist bis zum 31. Dezember diesen Jahres zu verlängern. Oder ganz einfach, solange unser Startkapital noch reicht. 300 Euro sind noch da und Sie warten auf kreative Vermehrung. Wir sind gespannt, welche neuen Erfolgsgeschichten noch geschrieben werden. Wir werden Ihnen berichten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.